Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder ein Haul-Video für euch und zwar geht es um das Thema Stanzen, die ich in Verbindung mit meiner Big Shot benutze. Und zwar, ihr werdet es bestimmt schon mitbekommen haben oder viele von euch, dass es sehr günstige Stanzen von China gibt. Die habe ich jetzt hier bei eBay bestellt. Ich habe aber auch gehört, dass es bei AliExpress günstige Stanzen gibt. Und ich dachte mir, ich zeige die einfach mal, welche ich mir ausgesucht habe. Und vielleicht hat ja der ein oder andere davon noch nichts gehört von den Tipp. Vielleicht möchtet ihr euch das Ganze ja mal angucken. Pro-Punkt oder Pluspunkt ist natürlich, die Stanzen waren super günstig. Die größeren Sets, wo jetzt hier so mehrere Stanzen waren, die haben meistens so 3,50 Euro ungefähr gekostet. Und ich habe aber noch so kleinere Stanzen, die halt einzeln waren, zum Beispiel das Herz. Solche Stanzen, die haben dann meistens so zwischen 1 Euro, 1,70 Euro so um den Dreh gekostet. Also wirklich nicht viel, wirklich recht günstig. Ich werde da nachher aber auch nochmal drauf eingehen, was so die Nachteile davon sind. Ich zeige euch jetzt erstmal, welche ich ausgesucht habe. Und zwar wollte ich ganz gerne Basic-Stanzen haben. Also das war mir irgendwie so, das war so mein Hauptanliegen, würde ich sagen. Zum Beispiel hier diese, ja, ich nenne das mal so Bilderrahmen oder Briefmarken mit diesen Einkerbungen. Hat mir sehr gut gefallen. Das Set habe ich einmal in rechteckig. Dann von den Rechtecken wollte ich auch unbedingt so ein Set mit gestitchten Rändern haben. Also das ist so, ne, Cross-Stitching wird da quasi reingeschnitten in das Papier. Auch in rechteckig. Dann habe ich das mit den Briefmarken hier auch nochmal in quadratisch. Wundert euch übrigens nicht, lasst euch nicht irritieren, dass da oben mein Logo zu sehen sind. Die Sachen sind nicht von mir. Wie gesagt, die habe ich mir bei eBay bestellt. Sie kamen nur nicht in einer Hülle. Also ihr müsst euch halt selber eine Hülle dafür suchen. Und ich habe die einfach auf meine Hintergründe draufgeklebt. Erzähle ich auch gleich nochmal ein bisschen was dazu. Auf jeden Fall das Set. Und ich muss sagen, es ist echt eine Menge drin. Also wenn man sich das mal überlegt, 6 Stanzen in einem Set ist schon ein Wort und vor allem für den Preis eigentlich ein sehr gutes Angebot. Dann habe ich die hier, das sind ganz normale Stitched Quadrate. Dann habe ich die Stitched Variante auch als Kreis. Es sind wirklich auch echt einige Varianten davon dabei. Dann habe ich noch das Ovale, allerdings nicht mit normalem Stitch, sondern auch wieder mit Cross Stitch. Dann auch wieder mit, also nicht Cross, sondern den normalen Linien, dem normal gestitchten, oh, wie sagt man das im Deutschen? Auf jeden Fall halt in dieser Form. Dann, da freue ich mich auch sehr drüber, dass ich das mitgenommen habe, weil da habe ich jetzt überlegt, soll ich oder soll ich nicht, aber im Nachhinein finde ich die doch sehr schön, wenn man die ausstanzt. Und zwar sind das Herzen mit Cross-Stitch innen drin. Und dann schließlich noch Sterne mit normalem gestitchten Rand. Und wo ich auch schon die ganze Zeit ja so ein bisschen hinterhergeiere, von Lanvin gibt es das hier, glaube ich, aber auch von zig anderen Marken. Und zwar sind das solche gebogenen, ja, Border sozusagen, also Kanten. Da kann man Hügellandschaften draus machen, Schneelandschaften, Berglandschaften, Graslandschaften und all sowas. Ja, wollte ich schon immer mal ausprobieren, habe ich bis jetzt noch nicht genutzt. Auf jeden Fall musste ich mir das halt mitkaufen, das musste mit in den Warenkorb. Ja, das waren so die Sets, wenn man so will. Und dann habe ich noch ein paar einzelne. Also die habe ich jetzt einfach hier zusammen auf ein Sheet geklebt. Und zwar, ich glaube, das kam tatsächlich zusammen in einem Set. Da wollte ich ganz gerne so eine, so ein Marmeladenglas haben. Und die Tags, die waren, glaube ich, auch in dem Set mit dabei. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Auf jeden Fall das Set. Dann das, das hat mich auch sehr angelacht. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Das Herz mit den Flügeln. Das hier wollte ich auch ganz gerne unbedingt mal ausprobieren. Ja, einfach so Notenschlüssel. Dann das, das fand ich auch sehr hübsch. Ich weiß zwar nicht, wie oft ich das tatsächlich anwenden werde. Wahrscheinlich werde ich es nicht allzu oft benutzen. Aber ja, bei dem Preis, ich konnte es mir nicht mehr verkneifen. Deswegen habe ich mir den Kopfhörer mitgenommen. Ich habe mir die Sonne mitgenommen. Und ich habe mir den Regenbogen mitgenommen. Ich habe mir gedacht, die lassen sich sehr gut kombinieren. Haben auch so einen gestitchten Rand innen drin. Und dann habe ich mir noch diesen Schmetterling mitgenommen. Wobei ich sagen muss, ich hätte das theoretisch auch weglassen können. Also ich hätte definitiv, wäre ich auch klargekommen ohne diese. Ja, das ist halt so ein Ding. Ich habe mir versucht, sehr viel zu verkneifen, weil ich halt nicht sinnlos einkaufen möchte, auch wenn es günstig ist. Aber manchmal geht es einfach nicht anders.
Dann habe ich mir das hier noch gekauft. Da waren diese drei Blätter, die waren in einem Set drin. Die Rose mit den beiden Blättern, das war auch in einem Set mit drin. Die finde ich auch sehr schön, die Rose. Ich weiß aber allerdings auch nicht, wie oft ich das tatsächlich benutzen werde. Aber wahrscheinlich werde ich das noch öfter benutzen als das. Dann habe ich Häuser. Und zwar gibt es auch Häuserstanzen von anderen Marken. Und da habe ich mir immer, ja, wenn ich so Kartenbastler gesehen habe, die was draus gezaubert haben, habe ich immer bewundert und bestaunt und fand ich immer ganz hübsch. Deswegen wollte ich es ganz gerne auch mal probieren. Und ich habe mir noch eine Tanne bestellt. Eigentlich denke ich bei der Tanne in erster Linie an Weihnachten, wenn man irgendwie so eine Weihnachtslandschaft mit Schneehügeln und so aufbauen will. Wie gesagt, dafür kann man diese Stanze, denke ich mal, ganz gut in Kombination benutzen. Vielleicht auch in Kombination mit den Häusern. Ja, werde ich einfach mal sehen, wie ich das Ganze kombinieren werde. Auf jeden Fall, ja, wollte ich die ganz gerne noch haben. Und last but not least, das war jetzt nochmal ein komplettes Set, was ich mir bestellt habe. Und das war einfach so süß. Ich konnte nicht Nein sagen, obwohl ich mir eigentlich vorgenommen hatte, keine Motivstanzen zu bestellen. Aber gut, die mussten noch sein. Und zwar sind das so kleine Roboter. Finde ich auch total süß. Habe ich auch schon ausgestanzt, mal probehalber. Und sieht wirklich sehr süß aus. Ja, das waren also die Stanzen, die ich mir bestellt habe. Ich habe mir gedacht, damit ihr ein bisschen einen besseren Eindruck bekommt von den Stanzen, zeige ich euch nochmal die Karten. Die habt ihr zwar eigentlich schon gesehen, wo ich diese Stanzen auch benutzt habe. Und zwar zum Beispiel bei der Großkarte habe ich diese Briefmarkenstanze benutzt. Man sieht hier, oder ich hoffe, ihr seht das, hier auch den Stitch-Strand. Und genauso habe ich auch das Herz mit dem Cross-Stitch. Ich denke, da kann man den Cross-Stitch ganz gut erkennen. Auf jeden Fall, wie gesagt, diese Herzstanze finde ich sehr süß. Also die hat sich definitiv gelohnt. Genauso wie auch die rechteckige Briefmarkenstanze, nenne ich das einfach mal. Hier seht ihr die Briefmarkenstanze nochmal. Das ist eine große Größe größer. Also wenn ihr die beiden Größen vergleicht. Hier ist auch nochmal die Herz-Cross-Stitch-Stanze. Dann hier habe ich mal das geflügelte Herz. Ich muss sagen, ich finde solche Stanzen, sie sind zwar immer sehr hübsch, aber mir persönlich fällt das immer so ein bisschen schwer, die tatsächlich auch anzuwenden. Also ich finde es schon sehr hübsch, das Ergebnis, aber ob ich das tatsächlich so oft benutzen werde, weiß ich noch nicht so ganz. Auf jeden Fall sieht die Karte so aus. Hier ist nochmal die Briefmarkenstanze im Hintergrund. Ja, hier wollte ich ganz gerne unbedingt den Notenschlüssel anwenden und ich muss sagen, er ist unheimlich schön. Ja, aber ja, auch da habe ich das Gefühl, genauso wie auch bei dem Herz, es ist ein bisschen limitiert in der Anwendung, weil die Stanze ist doch recht klein. Sie hat halt bestimmte Maße, das hat quasi gerade so auf die Karte gepasst. Aber trotzdem als Hintergrund finde ich sehr schön. Ich habe das dann noch zusätzlich mit den Schmetterlingen kombiniert. Also das ist eine separate Stanze mit den Schmetterlingen. Und ja, mit noch so einem Hinguckermotiv. Also schön finde ich sie definitiv, die Stanze. Hier nochmal mit den normalen cross-stitched Rechtecken. Die finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Also ich denke, das hat sich auch gelohnt. Hier ist auch nochmal das cross-stitched Rechteck zusammen kombiniert mit dem Marmeladenglas. Da muss ich sagen, ich habe mir irgendwie vom Marmeladenglas ein bisschen mehr erhofft. Aber es ist okay. Es ist okay. Hier habe ich nochmal die Cross-Stitched Herzen kombiniert in zwei verschiedenen Größen. Also wie gesagt, die Stanze, die mag ich eigentlich recht gerne. Hätte ich gar nicht so gedacht beim Einkauf, weil ich hatte eigentlich gedacht, ich werde sie gar nicht so häufig benutzen. Ja, wie gesagt, hier nochmal die Kombination mit der Briefmarkenstanze zusammen mit der normalen Rechteckstanze, finde ich, lässt sich auch super kombinieren, wie man sieht. Und ja, das waren also so die Anwendungsbeispiele, die ich euch gerade zeigen kann zu den Stanzen. Ja, Vorteil, wie gesagt, der Stanzen ist, dass sie recht günstig sind. Ich würde aber mal sagen, das ist auch schon so ziemlich der einzigste Vorteil, den ich an den Stanzen sehen kann. Also günstig sind sie auf jeden Fall. Preis-leistungsmäßig, denke ich mal, haben sie definitiv auch gewonnen. Es gibt allerdings ein paar Nachteile. Nachteil Nummer 1, sie sind fürchterlich hässlich verpackt. Also die kommen einfach in so ganz normalen, lapprigen ja, Plastiktüten her, wo sie quasi lieblos reingeschmissen werden. Also wenn ihr sie irgendwie benutzen möchtet, würde ich euch empfehlen, sucht euch eine schönere Aufbewahrung, schneidet euch vielleicht ein Stück Cardstock zurecht ja, klebt sie dann mit doppelseitigem Klebeband einfach drauf. Ich finde, das ist nicht die optimale Aufbewahrung. Ich finde das zum Beispiel bei X-Cut sehr schön.
Die haben so Magnetplatten immer unten drunter, zumindest bei den größeren Sets. Und damit lassen sich die Stanzen wunderbar aufbewahren. Ist natürlich sehr schade, dass das hier nicht dabei ist. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, bei dem Preis kann man es wirklich nicht erwarten, dass sowas auch noch dabei ist. Nachteil Nummer zwei. Zumindest meines Erachtens sind die Stanzen zum Teil relativ dünn. Also vor allem hier an diesen Stellen, die so einzeln sind, habe ich das Gefühl, sind die relativ dünn. Da muss man doch ein bisschen aufpassen, dass man das nicht aus Versehen verbiegt oder umknickt sozusagen. Aber ich denke, wenn man jetzt nicht gerade grobmotorisch die Stanzen quer durchs Zimmer pfeffert und einigermaßen ordentlich damit umgeht oder sorgsam damit umgeht, denke ich mal, kann man damit arbeiten. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, das fällt mir jetzt besonders bei den Stanzen hier auf, zum Teil sind die Linien krumm. Also natürlich ist das jetzt eine gebogene Linie, nicht falsch verstehen, aber der Hügel ist nicht, wie soll man das sagen, der hat so ein bisschen eine Delle. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier erkennen könnt, aber auf jeden Fall, ja, es ist nur sehr subtil, es sticht nicht stark heraus. Aber ein bisschen stört mich das. Mir ist das halt hier und da bei den Stanzen aufgefallen. Ein bisschen sieht man es noch hier beim Kopfhörer. Ich weiß nicht, wie gut oder wie schlecht ihr das erkennt. Es ist nur eine minimale Meckerquelle sozusagen. Wie gesagt, für den Preis ist das in Ordnung. Aber wer da halt so hochqualitative Sachen gerne hätte, der sollte sich vielleicht doch lieber bei den anderen Marken umgucken. Was mich ansonsten auch noch stört, und das ist fast der größte Punkt, der mich stört an dem Ganzen, ist, dass diese gestitchten Ränder nicht gleichmäßig sind. Also beim Stern kann man das vielleicht hoffentlich ganz gut erkennen. Ihr habt einen langen Strich, zwei kurze Striche und dann wieder einen langen Strich. Und ich finde das unheimlich irritierend. Ich meine, es kann natürlich sein, dass das Absicht war. Das ist auch nicht bei allen Stanzen. Also zum Beispiel bei der Stanze ist das ein sehr schöner sehr schön gleichmäßig gestrichelt. Aber wie gesagt, bei den Sternen ist das eben unregelmäßig. Hier bei den Kreisen ist das unregelmäßig. Also mich persönlich stört das. Ich finde das nicht so schön. Und das kann man natürlich auch nur sehr schwer dann bei den Fotos erkennen. Oder man achtet halt natürlich nicht drauf. Hier ist das auch unregelmäßig gestrichelt. Hier ist es wieder regelmäßig gestrichelt. Ja, also das ist irgendwie ein bisschen inkonsistent. Und noch ein weiter riesiger Nachteil, den man in Kauf nehmen muss, wenn man diese Stanzen bestellt bei eBay, ist die unheimlich lange Wartezeit. Also das müsst ihr auf jeden Fall bedenken, berücksichtigen, in Kauf nehmen, wenn ihr euch für diese Stanzen interessiert. Die meisten von den Stanzen kamen bei mir nach 4 Wochen an oder 4 bis 5, sagen wir mal. Das ist, wenn man was aus China bestellt, eigentlich relativ normal. Aber, und das ist der ausschlaggebende Punkt, ich habe auch ein paar Stanzen hier dabei, wo ich unheimlich lange drauf gewartet habe. Also ich glaube 2 Monate oder 2 bis 3 Monate waren es bestimmt. Ich glaube, ich hatte so Mitte Januar bestellt und irgendwie Anfang April kamen sie dann bei mir an, die letzten, wo ich schon gedacht habe, oh, kriege ich die Stanzen denn überhaupt noch? Kommen die überhaupt noch bei mir an? Habe ich mich da jetzt über den Tisch ziehen lassen? Also das ist so ein Punkt, der hat mich ein bisschen missmutig gestimmt. Da habe ich erst überlegt, ob ich vielleicht auch gar kein Haulvideo dazu machen soll, weil ich will euch natürlich auch nichts irgendwie zeigen, wo man quasi auf sein Glück angewiesen ist. Letzten Endes, ich habe mir gedacht, die Stanzen sind so super günstig, ich zeige euch das einfach mal und ihr müsst einfach für euch selber entscheiden, ob das was für euch ist. Solche Sets zum Beispiel bei My Favorite Things, einfach um es mal zu vergleichen. My Favorite Things hat auch so ähnliche Sets wie jetzt zum Beispiel diese hier und die kosten so ungefähr 25 Euro, zumindest soweit ich es gesehen habe. Und 25 Euro gegen 4 Euro ist nicht, oder 3,50 Euro, 3,80 Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Das ist natürlich ein Wort, es ist definitiv eine Ersparnis. Wie gesagt, man muss halt so Kleinigkeiten in Kauf nehmen, wie zum Beispiel, dass es halt passieren könnte, dass der Rand nicht gleichmäßig gestitcht ist. Ich habe schon von jemand anders gehört, dass da zum Beispiel so ein Teil irgendwie in der Mitte gefehlt hat. Also die hatte zum Beispiel bei der kam das Set nur so an, da hat dann das Teil gefehlt. Das ist natürlich auch in gewisser Form ärgerlich. Auf der anderen Seite
Sind halt auch sehr viele einzelne Stanzen in den Sets zum Teil mit dabei. Es waren auch mehrere eBay-Händler, wo ich das Ganze bestellt habe, wobei ich das Gefühl habe, das kommt alles irgendwie aus derselben Firma, weil es gibt so viele eBay-Händler, die aus China liefern, die alle dieselben Stanzen mehr oder weniger anbieten. Die Stanzen kosten auch ungefähr überall dasselbe, also minimale Unterschiede von ein paar 10 Cent oder sowas. Da müsst ihr einfach mal selber danach suchen, welche Stanzen euch interessieren, wo ihr bestellen wollt. Ich werde euch gerne die eBay-Händler, bei denen ich jetzt bestellt habe, werde ich gerne euch in die Infobox verlinken. Ansonsten, wie gesagt, es gibt auch noch zig andere, also da einfach mal vielleicht danach suchen. Ja, also ich muss sagen, es ist sehr durchmischt. Also zum Teil weiß ich irgendwie nicht so recht, wo ich meine Empfehlung geben soll oder inwiefern ich es empfehlen soll. Ich hoffe, ich konnte euch damit trotzdem ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr selber auch solche Stanzen bestellt habt von China, sei es jetzt bei eBay oder AliExpress, lasst mir doch gerne auch mal eure Erfahrungen und eure Meinung zu den Stanzen in den Kommentaren da. Das würde mich natürlich selber sehr interessieren und ich denke auch für alle anderen ist das natürlich auch interessant, andere Erfahrungsberichte zu hören. Und ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch selber auf jeden Fall viel Spaß beim Ausstanzen, beim Basteln. Bleibt kreativ und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!